Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205 und wir befinden uns immer noch in der Aufbauphase, die jetzt aber so langsam sich dem Ende, ja, neigt. Und ich denke mal, ja, wir sollten denn die 1,5 Millionen eigentlich, ja, aufstocken können. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ach ja, so war das, genau. Fasern passen. Kleidung haben wir 36. Könnte ein bisschen knapp werden. Rindfleisch haben wir hier schon rüber geschafft. Ach ja, stimmt. Da haben wir ja schon mit angefangen. Dann würde ich auch fast sagen, machen wir damit erstmal weiter. Schade. Passt nicht ganz. Dass wir drüben vielleicht nur noch Wein haben und Rinder komplett hier mit rüber. Naja, mal gucken. So, Module können wir ja wieder ordentlich welche bauen. So, mal beobachten. Ja, Fruchtsäfte könnten wir eigentlich mal ein paar herholen. Was brauchen wir jetzt noch? Ah ja, Verjüngungskur noch ein paar. Haben wir da überhaupt schon welche? Objektprofil. Dann haben wir wenigstens genügend Arbeitskräfte. Wie viele gehen noch? Wasser können wir ja zur Not einmal hier noch anbauen. Zack, zack, zack. So, das hätten wir. Arbeiterbedürfnis nicht erfüllt. Wie ist die Lage? Ach, nicht genügend Information. So. Oh, Fruchtsäfte brauchen wir noch mal ein paar. So. Sortiere Daten. Das hätten wir. Warum geht da eine Route nach oben? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Haben wir doch eigentlich immer vom Produktionsplaneten, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, nee, 223 jetzt nicht, aber 6 sind schon in Ordnung.
So, Mitarbeiter haben wir erstmal genug. Dann mal einmal hier durchgucken. Credits brauchen wir nicht. Wenn du das tust, wird was passieren. Ja, Treibgut. Nee. So. Wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, Rindfleisch. Haben wir 196 plus. Das heißt, wir holen die Sojabohnen jetzt hier rüber. Wo haben wir denn die? Glaub Kap Amba, oder? Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Dann machen wir das erstmal noch ein bisschen anders. Du bist ganz allein nach oben gekommen, was? Schau mal in meinem Hafen vorbei. Da gibt es immer wieder lukrative Aufträge. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Lösung war beinahe optimal. Ich bin da auf was Großes gestoßen. Revolutionäre Technologie. Wir werden die erstmal ein bisschen ausbauen. Anhalten, stoppen, abreißen, wie auch immer, können wir später immer noch. Ich habe nämlich keine Lust, dass die ganze Produktion dann wieder hängt und stockt und ja, wie auch immer. Das genügt? Dann könnten wir jetzt rein theoretisch den Wein auch nach Wildwater Bay schaffen. Denn da bin ich gleich gespannt. Gibt es da nicht ein Tastenkürzel für? Ah ja, F. So. Ich bin gleich gespannt, ob das alles komplett deckt. Wir kappen jetzt die Weinroute. Genau. Die wird gekappt. Verbunden. So. Kappen wir auch. Verbindung wird hergestellt. Hey, mein Freund. Viele Leute haben nach dir gefragt und wollten dir einen Auftrag anbieten. Komm doch mal vorbei. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung.
was wollen wir jetzt hier überhaupt? Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Wir gucken jetzt mal in Wildwater Bay. Ja, Energiebilanz, das war auch sowas von sonnenklar. Verarbeite Informationen. So, wie sieht's denn aus? Rinder haben wir definitiv noch zu wenig und Wein ein bisschen zu wenig. Aber nicht weltbewegend zu wenig, also das geht schon. So. Ja, die Sojafarm kann ich jetzt, denke ich, auch abreißen hier. So. Transferroute, Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja, geht doch gleich weiter. Output von Transferrouten bei 0. Dass er uns immer gleich auf die Nerven gehen muss. So, ich denke mal zwei Farmen noch und dann ist das Thema auch abgedeckt. Ja, lag ich sogar richtig mit zwei Stück. So. Jetzt können wir die Route für die Sojabohnen noch einmal ändern. Zack. Machen wir mal 360. Verbunden. Jetzt fehlt uns nur noch der Wein. Und den werden wir hier gleich mal noch rüber. Ja, gar nicht übel, gar nicht übel. Gefällt mir. So, jetzt einmal noch schnell den Wein. Den könnten wir eigentlich sowieso ein bisschen aufstocken. So. Da habe ich auch noch nichts entdeckt, wie man irgendwie ja effektiver damit bauen könnte. Na, das haut wohl nicht mit der Eulenstraße hin. Habe ich mir fast gedacht.
So. Aber so funktioniert das. Den setzen wir einen hoch. Oder setzen ihn einfach hier unten rein. Geht auch. So. Jetzt haben wir nämlich das kleine Problem. Bin ich jetzt doof? Ah ja. Hatten wir schon Wein? Ja. Sortiere Daten. Jetzt müssten die Routen eigentlich auch wieder laufen. Oder auch nicht. Ah. Ach. Wir brauchen eine zweite. Nein, nicht Wein. Luxuskost. Verarbeite Informationen. So, das Problem dürfte gelöst sein.